Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mal wieder eine tolle Fliegenklatsche. Obwohl diesen Namen Fliegenklatsche, den dürfte man eigentlich gar nicht erwähnen. Mein Sohn hat ihn sehr genau genommen und hat damit geklatscht und hat es erlebt. Ja, da hat er sie ganz schön demoliert. Ich meine, sie funktioniert noch, aber ist instabil, wackelt alles und ja, es hätte nicht sein müssen. Ja, ist mein Sohn, der ist so. Der war schon als Kind ein bisschen anstrengend gewesen. Ja, da hat er schon so viel Unfug gemacht. Er nimmt alles immer sehr wörtlich. Macht nichts, ich habe ihn trotzdem lieb. Gut, also diese Fliegenklatsche kann man erstmal so verwenden. Hin und her schwenken und nicht klatschen, hin und her schwenken und Fliegen einfangen oder Mücken oder was man auch immer vertreiben möchte oder loswerden möchte. Man kann sie so rumdrehen und hinstellen. Das ist auch sehr praktisch, weil ich euch das gleich erklären werde, warum das praktisch ist. Ich gehe mal ein bisschen runter, damit man mehr sieht, wie das aussieht, wenn die steht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Und man kann sie auch ganz gar hochdrehen, also sie geht nur in eine Richtung zu drehen und nur bis zum Anschlag. Hier ist Schluss, weiter rum geht's nicht. Und schaut mal, sie hat hier hinten noch diese Einlassung. Wenn man jetzt einen Nagel oder irgendwas in der Wand hat oder eine Schraube oder einen Haken, kann man das da anhängen und dann kann man auch das so wirken lassen. Finde ich ganz super, ganz toll. Was ich auch sehr toll finde, da gehen 3000 Volt durch. Die sind natürlich heftig, wenn man da rankommt. Deshalb ist hier außen dieses Schutzgitter, dieses große Rautenmuster. Das ist das Schutzgitter. Auf der Rückseite ist es genauso vorhanden. Und in der Mitte ist ein kleines Rautenmuster. Wenn ihr da mal genau hinguckt, sind so eine feinen Drähte. Da geht der Strom durch. Da darf man nicht drankommen. Deshalb habt ihr auch eine ganz besondere Obhutspflicht. Wenn Kinder im Haushalt sind, da solltet ihr das nicht rumliegen lassen. Kinder lieben alles, ganz besonders, was sie nicht anfassen dürfen, was verboten ist. Da sind die ganz närrisch nach und die fassen da mit dem Finger zwischen. Die kommen da durch diese Rauten und können sich ganz böse verletzen. Bei 3000 Volt tut das schon richtig doll weh. Da kann schon einiges passieren. Und deshalb passt da bloß auf, lasst das nicht rumliegen, dass die Kinder da rankommen und passt auch selber auf. Nicht mit Metallgegenständen da rangehen und irgendwas sauber machen oder so. Immer schön ausschalten und dann könnt ihr das ein bisschen reinigen und auch sonst immer ausgeschalten irgendwo liegen lassen, wo Kinder gar nicht rankommen. Denn diesen Schalter, diesen Kippschalter kriegen die auch alleine an. Sie wird aufgeladen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel. Das ist ein USB-Mikrostecker, der hier reinkommt. Und USB-A kommt dann in die Steckdose. So, dann wird das aufgeladen. Dann schaltet man sie hier ein. Einfach rüberschieben. Einmal drücken, dann ist sie aktiv für 120 Sekunden. Also anderthalb, nee, 2 Minuten. Ja, ich glaube, 2 Minuten waren es. Ich hatte mich vorhin noch belesen dazu. Ich möchte sagen, so war das hier. Ist das ja dann auch alles nochmal. Ihr könnt im Heft auch nochmal nachlesen, nachgucken. Auch wenn es in Englisch, Französisch oder was auch immer ist. Vielleicht findet ihr auch eine deutsche Variante. Wie auch immer. Jedenfalls, wenn man einmal raufdrückt, sind das 120 Sekunden. Die ist alles. Und dann schaltet sie selbstständig wieder ab. Nur der Schalter hier, der bleibt natürlich an. Deshalb, ich würde da nicht drauf vertrauen, dass dann kein Strom mehr fließt. Aber angeblich sollte das wohl so sein. Weil wenn sie nicht mehr genutzt wird, geht sie natürlich aus. So, und drückt man, jetzt muss ich mal hier mein Licht ausmachen, drückt man noch einmal rauf, geht ein UV-Licht an. Alexa, Schreibtisch aus. So, jetzt sieht man es nämlich viel besser. Dann geht das UV-Licht an und da kommt jetzt zum Tragen, was ich euch mit dem Stiel gezeigt habe. Entweder, oh, ich bin sehr vorsichtig, ich fasse auch bloß außen am Rand an, weil ich habe zu Strom wirklich ein gespaltenes Verhältnis. So, und dann kann man sie so auf die Kommode, auf die Anrichte im Schlafzimmer stellen oder so. Das lockt jetzt die Mücken an und ihr könnt ruhig schlafen.
Es sei denn, es kracht und knallt, weil das geht ziemlich lautstark so, wenn da was reinfliegt, das hört man. Ich bin erstmal richtig hochgezuckt, so erschrocken war ich gewesen, weil das so mächtig knallt immer, wenn da irgendwas reinfliegt und das verbrennt, das platzt oder was weiß ich, so hört sich das an, das knackt richtig laut. Ja, aber ihr habt wenigstens einen ruhigen Schlaf. Das Licht lockt sie an. Es mag sein, dass das Licht auch noch ein bisschen intensiver wird, dass hier, ich habe ja nun nur den Reststrom zur Verwendung, dieses kleine bisschen, was aufgeladen ist, was werkseitig schon so angeliefert wurde. Mag sein, wenn es vollgeladen ist, dass das Licht auch sich ein bisschen besser verteilt. Wenn nicht, reicht es aber auf jeden Fall völlig aus, um die Insekten anzulocken. Ihr seht ja selbst, es ist schon ein ganz gutes Licht. Ja, und dieses Licht. Also diese Funktion schaltet sich automatisch nach 12 Stunden ab. Also spätestens nach 12 Stunden beendet diese Fliegenklatsche die Funktion, schaltet ab und dann ist sie aus. Und nach 12 Stunden sollte ja eigentlich im Sommer auch eine Nacht vorbei sein. Insofern ist das eigentlich ein guter Zeitabschnitt. Schaltet sie nicht aus und ihr seid schon früher wach, besser gesagt, also ausschalten würde sie, aber ihr seid schon früher wach, dann könnt ihr sie natürlich auch manuell ausschalten. So, das war's, was ich euch erzählen wollte dazu. Jetzt seid ihr dran. 21,98 € oder 99 irgendwie war es gewesen. Ist ein super Sondertoppreis, also so günstig habe ich meine anderen nicht bekommen. Das ist wirklich richtig toll und darum besonders empfehlenswert, auch wenn die Farbe jetzt nicht meine erste Wahl wäre, aber sie erinnert ein bisschen an Biene. Mit Gelb und Schwarz erinnert sie ein bisschen an eine Biene. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und macht das Beste daraus. Tschüss!